Schreckenkind davor. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Borderlands 3. Ich bin nach wie vor mit einer schlagkräftigen Truppe unterwegs und wir werden heute mal gucken, wie weit wir kommen, nicht wahr? Ja. Jo. Ja, auf jeden Fall. Ich finde das immer geil, wie Posty da so die Anmoderation macht. Na, irgendwann hast du halt deine Routine drin, ne? Du hast halt eine Routine drin und dann ist alles gut. Ja, ist immer blöd, wäre ja blöd, wenn ich dann jedes Mal wieder mir was Neues einfallen lassen würde, ne? Das hätte halt dann keinen Wiedererkennungswert. Ich hab ja gesagt, ich bin sehr gut. Ja. Find's auch gut, danke. Wer ist denn hier mit dem Pferd auf dem Kopf? Du, Amy, noch? Ja, das bin ich. Du hast gerade übelst gebrannt. Jo, und so das Feuer, weißt du? Wieder Blähung gehabt, ja. Glaube ich, eine Mission. Ja, genau, da müssen wir. Warte mal, ich nehme das mal kurz an. Warte mal, hier, jetzt steht's dran. Okay. Sag mal, Fausti, ich will dich jetzt nicht schon wieder nerven, aber du hast immer noch kein Tier hier. Ja. Moment, jetzt hab ich ein Tier. Bitte so auf, bei mir ist es relativ, ob du das hast, aber. Jetzt hab ich ein Tier. Oh. Die wackelt. Nee, hier diese Rex. Waren das die Rex? Na, halt diese orangefarbene Skilltree. Das ist ein Spider-End. Wo ist denn der Spider-End? Ja, genau, wo ist denn der? Ich sehe den halt nicht. Ich sehe hier Wackel. Na egal, vielleicht ist er ja unten und wartet da unten. Nee, hier fliegen die ganze Zeit Rex hoch. Ah, jetzt sehe ich was auf der Karte. Doch, jetzt? Ja, da ist er. Ach, da geht's nicht noch. Ich streich ihn mal. Ja, wer ist ein braver Spider-End? Wer ist ein braver Spider-End? Ja, bist du brav. Der bückt sich. Küsschen. Liebe zu eklig. Misshandelt mein Tier nicht. Okay, gut, wollen wir weitermachen. So wollen wir jetzt mit der Claptrap-Mission weitermachen. Genau, sammeln wir die ganzen Antennen ein. Wir können uns dafür in kleine Teams aufteilen. Dann sind wir schneller damit fertig. Okay. Ja. Na, schießt los, wie wer jetzt. Ja, mal gucken, warte mal, ich schlag mal kurz die Karte auf der Map. Ayo, übertreiben! Das nehme wohl besser ich. Na, ich steig hier halt. Na, ich geh da mal zum ganz schlechten Empfang, ich geh jetzt ganz zum anderen Ende, zu der alten Hütte mit der Tür da. Mit diesem Tor, was sich dann in kurzer Zeit wieder schließt. Ich glaube, ich fahre mit ihm. Ich hab. Wo ist mein Auto hin? Dude, wo ist mein Auto? Baby weg. Dann nehme ich das die Mission, die hier am nächsten dran ist. Das eine Auto stand oben auf dem Berg. Ja, da ist jemand, glaube ich, von oben runtergesprungen. Ich habe mal Teil in Kilion aktiviert. Gut gemacht. Nimm du die beiden auf der anderen Seite, wir fahren nach ganz hinten durch. Alles klar. Ja, gut, so können wir verbleiben. Ey, dann können wir ja gleich hier die Mission von Undertaker auch annehmen, oder wie auch immer. Undertaker, ja, den machen wir dann zusammen, den machen wir zusammen fertig. Aber kann ich ja schon mal annehmen, oder? Pause, ich komme. Ja, nimm schon mal an. Wie geht's dir an diesem wunderbaren Tag? Keine Sorge, Kumpel! Ich halte die Stimmen mit dieser mächtigen Kappe auf meinem Kopf fern! Ich brauche diese mächtige Kappe. Ja, jetzt sind doch hier. Oben müsste noch eine Kappe. Ich könnte mich nie davon trennen. Jetzt nicht. Ja, da, genau. Ich muss die Schüssel zur Übertragung der Gedankenkontrolle zerstören. Sie senden Stimmen hinter dir, in mein hinter dir. Da oben auf dem Berg. Auf die ja, die hab ich gesehen. Die da hinten. Hast du die da oben getroffen? Warte hier. Ich spüre, wie die Gedankenkontrolle nachlässt. Ah, da. Ja, hier oben war eine. Hier hätte ich Leute. Ich bin jetzt hier bei der. Jetzt die anderen. Ah, jetzt ja. Beim SMG treffe ich das irgendwie gar nicht. Jetzt. Nee. Vorsicht, der beißt dich gleich an, pass auf. Der soll nur herkommen. Kalter Herz kriegt ganz schön auf die Busse. Ja, ich hole mir erstmal ein neues Auto und dann komme ich hinterher. Ich kann gerade nicht. Ja! Frei von diesen schrecklichen, beruhigenden Stimmen! Endlich! Das Autörtchen sein! Der ist jetzt blind oder sehe ich ihn nicht? Okay, er ist tot! Nimm den Aluminiumhut. Ich find den recht stylisch, ehrlich gesagt. Ist gut. Oh ja, so ein Aluhut, das hat schon was. Ja. Jetzt wird's mich ein bisschen ärgern, ne? Gerade, achso. Nein, überhaupt nicht, wie kannst du nur auf Joba? Keine Ahnung. Das
So. Negativ gezählt. Er kommt. Nein, weiter. So. Ja. Ah ja, hier müssen wir runterspringen, genau. Ach stimmt, genau. Oh, Leute, ich bin gerade. Warte. Hey, ah, das Geschütz. Komm her, Bruder. Das ist eine Reaktion, Tiger. Wir warten so. Moment, da ist ein Schuppenweg! Vorsicht, da ist ein Bett drin. Der soll nur herkommen, der soll nur herkommen. Oh, warte mal. Nee, warte, der macht, der hat echt damit los. Lass mich weg, lass mich. Kleiderbügel. So, liebe Kinder, und jetzt zeige ich euch, wie man einen Kleiderbügel, eine Kleiderbügelabtreibung durchführt. So, ihr nehmt den Kleiderbügel und dann steckt den das rein, so, und manchmal jagt so führt man eine Abtreibung durch. Manchmal wird man gejagt. Jetzt wird das Video auf YouTube gesperrt. Ja. Ich stelle die FSK hoch. Okay. Hast du die Antenne, die da ist? Ja. Also die haben unsere Sachen. Außerdem kann man auch auf YouTube Geburten angucken. Das geht wirklich. Genau. Das ist schlimm genug. Das ist extrem das befremdlich, wenn man daran nicht gewohnt ist. Naja, stell dir das mal vor, du hast eine Freundin, die ist schwanger und du musst da ihre Hand halten. Mhm. Dann kippst du da oben. Das ist mir aber, das habe ich schon mal gesehen, das ist, ja, geht wirklich. Das ist nicht lecker. Boah, stimmt, die Aufträge habt ihr hinten erledigt, genau, jetzt müssen wir zum Klapptab zurück, genau. Ab über die Brücke, Oh, in die Luft! Ab, ab in the way! Oh, hier ist eine lilane Schrotflinte. Nimm ich. Ich muss aber erstmal verkaufen. Lass uns jagen! Eine lilane Pistole, die sieht auch lecker aus. Ja, ich will aber hier meine diese Schrotflinte. Ich bin übel. Ich mach so übel die Schrotflinten hier in dem Spiel. Ja, gerade wegen diesem Rückstoß, wenn die da wegfliegen, gell? Oh ja. Ja. Das ist immer noch das Beste. Gibt es nicht gleich alles aus? Eine SMG, die so genug Damage macht, die gibt's hier nicht. Ich bin auch richtig genial, ich habe jetzt alle meine Waffen verkauft, außer alle auf Level 7. So, Claptrap, hier hast du deine Antenne. Steckst du dir sonst wo rein? Ja. Ja, ich sollte, glaube ich, auch mal langsam so ein bisschen. Mal gucken, bis jetzt habe ich ihnen schon den Regenschirm und den Aluhut gegeben. Mal gucken, was ich ihnen jetzt gebe. Ich gebe ihnen einfach diesen Dings hier. Den Dings? Kleiderhaken da, Dings. Ja, da bleibe ich dabei. Der ist sogar noch Blut von der Abtreibung von vorhin noch dran. Oh, ich brauche noch ein Level, dann hast du nicht diese Legendary. Mode, hau ab. Nein. Oh nein. Genau, steig einfach mit rein, genau. Auf zum Undertaker! Oh mein Gott, Post die Pferd, alle Deckung. Undertaker! Undertaker! Das nehme ich mit! Du bist so ein ekliger. Schade, komm zurück! Schade, dass Undertaker nicht mehr los ist. Undertaker war schon ein geiler Wrestler gewesen. Ja, ja. Schade, dass er. Weil wenn er so auf dem Boden lag und auf einmal so aufsteht und dich so, so böse angeht. Oh ja. Yeah. Da machst du nichts mehr, da fliehst du. Okay, ich glaube, hier war noch ein Claptrap. Ich halte mal kurz hier an. Mhm. Da ist er, der kaputte. Da. Ja, ich fand das sehr cool, wo er mit seinem Bruder, der mit Kane. Mit Kane, ja. Darf ich fahren? Drück mal kurz, drück mal kurz, Reik. Bruder der Zerstörung. Danke. Oh Mann. Posti will mich nicht mit dem Auto. Da, hier ist ebenfalls eine Fahrstation, die kannst du dein eigenes Auto holen. Was? Hier wird immer schlecht, wenn ich Beifahrer werde. Wenn ich Beifahrer bin, wird mir übel. Mein gutes Zeug, oder? Mein Clan ist auch darauf eingefallen. Diese Idioten. Hier ist noch ein Nebenquest. Wollen wir das auch noch machen, ne? Mit diesen Psychopathen sind die Pandora Jäger. Stimmt, ich hab ja eigentlich gesagt, wir machen alle optionalen Nebenmissionen ebenfalls noch. Dann machen wir das. So. Was braucht es da wohl, um alle Clans zu ein? Juhu. Aber dafür bräuchte man einen. Prinz? Doch. Hau ich mal eigenes Auto. So, zack. So. Was jetzt? Hat mich verraten, aber wenn lass mich raus. So. Finde den Weg KAK. Da bauen wir mal. Vorsicht. Blutfede! Ja. Aber bei der Lens 1 fand ich die Mission lustig, wo du so Leute überfahren musst. Ja. Ja, das kommt noch. Okay. Ja, ich habe ja nur bis Killerwolf gespielt.
Killer wollte ein riesen Arschloch. Der hat mir richtig abverlangt alles. Ja, oder? Das ist riesig. Deswegen musste ich dann die ganzen kompletten Nebenmissionen. Bereit für einen Kampf? Damit ich den überhaupt schaffe. Fausti? Was gibt's? Hier mit Borderlands 2. Also, hattest du dir da auch schon mal Gedanken drüber gemacht mit dieser Vierertruppe Alt-Axton oder? Ja, klar, aber. Ja, das ist eigentlich eine gute Idee, aber die anderen melden sich nicht mehr, das ist das Problem. Ja, wie gesagt, du hast ja. Wenn die sich also wieder melden würden, dann klar, ziehen wir es durch, aber an sich. Oh, Battle. Also bei einem Borderlands 2 Durchlauf wäre ich auch dabei, da hätte ich auch mal wieder Bock. Also, wenn ich das Spiel mir noch jetzt demnächst hole, dann bin ich auch dabei. So, ja, das kostet ja. Das Spiel nachher 20 Euro. Ja, ja. Oh, wenn überhaupt. Ich tu mir dann aber die Edition hier gleich mit Level 1. Und ja, genau. Moment! Ich halte dich, Moment. Hab dich, Moment, hab dich. Ich hab dich, ich hab dich. Ich habe schon Schlimmeres gesehen. Allerdings nicht mehr. Ja, meine ich doch. Ja, mit dem Pre-Sequel, da wollten wir auch mal so einen kleinen Durchlauf machen, dass jeder halt Claptrap spielt. Genau, genau. Bitte was? Ja, wollten wir machen. Halt so ein nerviger Charakter im Pre-Sequel. Ich kann mit diesem Charakter gar nicht spielen. Deswegen wollen wir das ja machen, das wird ja bestimmt lustig. Richtig, das ist in der Sache. Ich bin bei dieser komischen Kind, bei dieser Eulen mit dem Roboter, das kann nicht die Alte. Da bin ich immer verreckt. Die Alte mit dem Roboter? Na, diese komische Tutsi. Den Mechomancer meinst du? Mechomancer meinst du, ja. Gage. Also den ich General. Nicht spiel, das ist diese Generalin. Den Psycho, den spiele ich bestimmt. Also der ist total überflüssig. Den Psycho? Ja, den habe ich auf der PS3 gespielt, da weißt du. Ja doch. Ja, der macht glaube ich. Sag mal, ich verstehe nicht, was du gegen den Psycho immer so hast. Das ist doch so ein geiler Charakter gewesen. Ja. Die Diskussion hatten wir auch schon. Ja, aber ich habe doch jetzt einen Psycho hier. Also da brauche ich keinen Spiel. Ey, der macht glaube ich am Ende, wenn du den gut geskillt hast, glaube ich irgendwas mit 4 Millionen Damage, Alter. Aber du verletzt dich auch selbst. Das ist so ja. Die Kehrtseite. Nein, ich verletze mich nicht. Aber für Raids ist das halt echt gut. Da muss ich nur mal auf den Boden legen, ein paar Granaten werfen oder keine Ahnung, was der macht. Ich hab so geskillt, dass ich mich nicht selber verletze und dass ich halt trotzdem die so 4 Millionen Schaden mache. So, Männer, da wollen wir wieder aufbrechen. Ja, war das mein Auto? Ja, ich glaube, das war ein Auto. Ist gerade ein bisschen dunkel hier. Und den ganzen Wagen doch. Welches war denn jetzt mein Auto? Ich nehme einfach irgendeins. Ach, scheiße. Ich nehm das hier. Sind wir hier bei Wünsch dir was? Ja, irgend so ein grünes. Super grün, aber rot ist halt schneller, ne? Rote Autos fahren grundsätzlich immer schneller als andere Autos. Schießt da eine Rakete mit? Ja, es ist der Rocketman, der hier schießt. Aber was ich doof finde, dass man hier gedrückt halten muss. Yep. Hat's früher nicht gegeben! Ah, wir sind schon da. Ah, okay. Alle fahren dran vorbei. Alle fahren dran. Wir müssen aber noch schön, dass du wieder da bist. Wir müssen aber auch hier den Nicer Dice auswählen. Au! So, Nicer Dice ist ausgewählt. So, Leute, ihr habt echt schön geparkt, das muss ich lassen. Auf ja, jeden wo? Fall. Oh nein! Okay, sehr schön. Ein tolles Vorbild für jeden, der seinen Führerschein macht. Ja, ne? Seine Sekundärfunktion nennt man in unserer Branche. Ach, ich packe einfach irgendwo. Du weißt schon, Bodenschmetterer, Granaten und so. Damit kannst du die Kakteen direkt. Das verstehen die auch. Versuch mal! Was wird der hier noch? Die Mission habe ich auch noch. Aber gibt eine Menge Erfahrungspunkte, man unterschätzt das manchmal ein bisschen. Das schon. Das scheint mir nicht richtig, aber ein Versuch ist das wert. Hol dir das Gag. Ja, dieses Skag-Happen. Man konnte ja auch im zweiten Teil einen Skag-Welpen mit Skag-Zungen füttern. Ja, stimmt, genau. Ja, bei Lynchwood. Genau. Das war ein Quest von Scooter. Ich finde ja die Sniper, die du da kriegst, ja richtig stark. Ohne Visier. Ja, das stimmt. Ja, der echt gute Waffe. Die ist richtig stark. Und das Gute ist, wenn du diese Mutter da freigeschaltet, also diesen Riesenskeck da killen musst, dann kannst du da immer wieder Legendary fahren. Das ist auch gut. So. Und die bringt eine Menge Erfahrung. Genau.
Oh, eine Sniper. Oh. Eine Sniper. Ah, da hinten ist noch eine Chest, Leute. Wo? Was Kiste? Ach ja, die Kiste. Genau. Wenn wir da reingehen, kommen hier haufenweise aus den Löchern gesprungen. Haufenweise Skags. Ey! Ich will doch nur meinen Hut sehen, ja? Oh. Okay. So. Was gibt's denn hier oben, leckeres? Ich krieg immer nur grünes Zeug. Ich auch. Irgendwie auch. Super grün. Ich durchsuch's. Das Gag-Haufen. Granate! Was? Granate? Jo. Ich bin Revolver-Held. Was haben wir denn hier schön? Du bist ein Revolverheld, darum willst du dich auch gerne duellieren, nicht wahr? Eine Granate, die schießt. Ich habe gerade gesehen, dass dir eine Granate beim Schießen gewesen ist. Hausti, wo du AFK warst. Du kannst mich auch einfach nur Hausti nennen, das ist vollkommen in Ordnung. Oh, was, worum geht's denn? Worum geht's denn? Ja, ich habe Duell gestartet. Ja. Und glaube, du Hund, du. Warte, wie? Du hast Duell gestartet und was weiter? Ja, warte mal, jetzt muss ich mal gucken, wie der fliegt. Da hat Kalter Herbst auf hier auf Dings geschossen. Wie heißt der? Prinz. Und er dachte, Prinz hat das Duell gestartet. Ich habe mich ganz hinter dich versteckt und habe ihn abgeknallt. Oh, gut gemacht. Und der hält dich auch und so. Und ich baller die ganze Zeit auf ihn und nichts passiert. Und ich halt Schaden und ich nehme die ganze Zeit Schaden hier. Magic. Mhm. Das war wirklich mehr. Einfach mal später. Ich dachte, die ganze Zeit. Ja. So, zack, zack. Oh, ich mag dir die Röhre. Ja, weil du die schmeißen kannst, die Granaten. Ja, genau. Kosten zwar einen Haufen Muni, aber das ist es wert. Aber was du hier selten gekriegt, was ich immer selten gekriegt habe, sind Rocket. Ja, die kommen irgendwie ab, glaube ich auch irgendwie ab mit 7. Level erst, ne? Ja, bei ab Killerwolken oder so, vor Killerwolken auch. Mhm. Warum klappt das nicht? Jetzt aber. Weil da jetzt die Dünke lustig. Da muss noch irgendwo ein Kaktus sein. Hm. Ach ja, dein Tierchen, gell, kannst du später auch Namen geben. Ich hab damals meinen Jabba Thomas genannt. Oh, sehr schön. Ja, ja. So, also rein zufällig. Hey, ja. Rein zufällig. Team Rex rum. Ah, mit Anbruch der Nacht färbt sich das Land rot. Ein neuer Clan hat die Eingriffe erreicht. Glutauge sagt, sie haben jeden Clan von den Parched Phasms bis zum Kampf von Devil's Razor erobert. Und ihre Anführerin soll eine Hexe sein. Hexerei! Ihr Verstand könne Männer verschlingen! Hast du hier wirklich schon alles durchgeguckt? Ich muss jetzt noch mal ganz kurz überall nachgucken. Die haben bestimmt irgendwas übersehen. Die haben ganz bestimmt irgendwas übersehen. Da oben. Bei dem her, ich gehe auch gerade noch mal zurück, ob ich hier irgendetwas übersehen habe. Die roten doch, die leuchten doch eigentlich so ein bisschen rot. Ja, ja, ja. Hier oben bei mir ist einer, ich hab aber keine Granate mehr. Doch, du hast eine Waffe im Inventar. Moment, ich komm zu dir, ich hab noch Muni. Du hast eine Waffe im Inventar dafür. Aber warte, nee, ich hab doch keine Munition mehr, Mist. Oh, warte, wechseln, ich hatte gerade die falsche Waffe angelegt, oh Gott. Hey, alles gut. Jette, ich hab doch noch Munition, ich hab noch genug, alles gut. In der Tat. Danke! Es gibt bitte. Kein Alpha-Tier! Kack ist für mich weg! Ich hab keine Munition, das haben wir auch noch nicht gehabt, dass wir hier unsere Munition verlieren. Munitionsknappheit. Wie die Rex einfach mal so über euch so schwer. Ja, das sind die Geier, die warten nur darauf, dass wir tot sind. Ja, weil die warten immer auf das. Oh, hier ist weg. Nee, doch nicht. Die wollen immer den Dicken essen. Dann bin ich raus aus dem Schneider. Beute entdeckt! Ja, das sind die dicken Charaktere. Nee, ich jetzt mal angesprochen. Die stehen mehr auf Metallische. Ja. Oh, dann bin ich genau in deren. Oh, dann hab ich ein Problem. Nein! Jetzt bin ich runtergefallen.
Cool, wie... Beute! Oh, jetzt hab ich schon wieder Duell gemacht, sorry. Das bin ich gar nicht. Wer schießt mir gerade zwei Laser? So, Problem gelöst, weiter geht's. Sieht aus, als würde Postmacher das bedeutet in Küchen. Oh, jetzt hat jemand das Duell an. Hallo. Schlagt euch! So, jetzt finden wir zusammen den Banditenanführer. Vor mir geparkt, da draußen irgendwo. Undertaker. So. Nein, Undertaker kommt nachher dran. Oh. Okay, so wenn mir jetzt hier ein geiles Auto, ich nehme das hier vorne. Das gehört dazu. Ich hab das schöne Weiße. Ist das dein Faust? Fehlt aber noch irgendwie ein Auto. Egal, ich stecke mal einfach mal. Hä? Herbst, ich glaube, das ist deins, oder? Hey, ich bin gerade aus. Ich hab mich gerade auf die. Oh, egal, das ist nicht so. Die Animation. Na komm, spring einfach mal rein. Ich hab mich aus dem Boden raus in das Auto gesetzt. Einfach so. Einfach so. Ey, gibt's ja gar nicht. Wie hast du das denn nicht? Ich bin aufwachsen. Oh, zu weit gesprungen. Pass auf, Hacke, Peter, Skags, Trüffelbeißer und Arschbeißer auf. Die beißen einfach. Beziehungsweise, nee, warte mal. Der Eingang ist weiter drüben. Moment. Ja, klar, nehme ich mit. Ich bin gerade auf Haus gelandet. Oh. Body Slam. Na gut, ist ja auch nicht mein Auto, also. Alles gut. Ja, ja, ist klar. Ich bleib mal aus. Ey, was soll denn das, Jo? Ey, jetzt wird man nicht persönlich. Na, 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 also euch gegenseitig umbringen ist in Ordnung, aber beleidigend werden wird hier nicht geduldet, ja. Er verfolgt mich. Probleme vor uns. Oh, ich hab hier einen Trüffelbeißer. Hacke Peter. Was, Trüffelbeißer? Und Hacke Peter, ein riesengroßer Psycho. Ah, ja, stimmt. Hacke Peter. Ich habe Koch Hackepeter für seinen letzten Gang vorbereitet. Alter, ist das ein fettes Ding? Das nehmen wir doch gleich mal mit. Der hat sogar die Maske. Cool, der hat eine Maske auf. Gerade bei dem 1 hier, bei Arschweiter, hat die Maske auf. Und anständig Damage macht's auch noch. Ich bin beeindruckt. Ja, ne? Bring mir das Fleisch! Ich hab ihn nicht. Eine blaue Waffe. Eine blaue Schrotflinte bestimmt. Nee, eine blaue. Also ich habe gerade eben ein lilafarbenes SMG aufgehoben. Ich habe eine Kumpelweite oder was. Gut gemacht! Noch ein paar Skags mehr und ich kann damit werfen, dass der Fleischanteil meiner Skagdogs bei 50% liegt. Wo ist denn eigentlich der Loot von dem. Ah! Von dem Packerbuch. Ja, ja, von denen habe ich auch die SMG bekommen. Ja, wo ist denn der? Ja, der ist tot. Hier beim Eingang ist der gestorben. Ja, wow. Zwei grüne Sachen. Hi. Hi. Ja, so, erledigt. Was ist denn jetzt? Ja. Ich hab, glaube ich, gerade Schrotflinte. Aua. Granate! Was legendäres? Ah, so ein Skin. Komm mal, oh. Sollst du sein? Komm mal, ja, gut, dann liefern wir mal die Zutaten ab. Ich kann jetzt die legendäre Pistole benutzen. Sieht sexuell aus. Na, wo sind wir fertig hier? Moment mal, da unten steht mein Auto. Moment, das hole ich mal wieder. Nein, doch nicht. Egal. Ich hab dein Auto, Fausti. Nimm mich einfach nur Faust, okay? Reicht vollkommen aus. Und auch Medic! Ja, dann hätte ich Faust. So. Ah, da war so. Ey, Leute, danke. Achso, ich dachte schon, ihr fahrt jetzt echt einfach weg. Ja, warte, Junge. Würden wir niemals machen, ne? Nee, ja, gar nicht. Wie kommt denn da drauf? Ich warte nur auf dich, bin ganz schnell. Du bist beschließt. Das mag ich. So, jetzt sind wir weitergefahren. Jetzt sind wir auch schon wieder da. Wollen wir dein Auto kaputt machen? Das hört sich sehr gut an. So, hier, bitte, nimm. War nicht mein Auto.
Alles gut. Und dem sein Auto wartet. Nicht meins. Okay. Einfach da unten. Wir brauchen mal hier ein Taxi für Faust. Ich reite auf mein Spider-Hand in den Sonntaggang. Hü-hot, Sparky. Hü-hot. Ja, mal gucken, welches Quest die machen. Genau, den Undertaker. Mach mir den Undertaker kaputt. Undertaker. Heißt jemand zufälligerweise Brock Lesnar mit echten Namen? Weil Brock Lesnar hat ja vorletzt meinen Undertaker besiegt. Er hat die Siegesserie vom Undertaker gebrochen. Ja, ich glaube, der hat da 21-0 gehabt und dann. Ja. Dann wurde er besiegt, genau. Schade. So, dann wollen wir mal. Wie hot. Auf zum Undertaker. Ich frag mich aber, was dieser Eric Rowan in seinem komischen Käfig da drin hat, ey. Der trägt ja mal so ein komisches Teil da mit sich rum. Ich weiß, was du meinst, ja. Okay, folgendermaßen. Und wer da reinguckt, der ist. Wir bleiben alle im Auto und ballern auf den Typen. So ist der Plan. Easy. Achso, ja. Auto ist kaputt, sehr schön. ja, es hat sich dann jetzt ge. Ich ja, brauche dich, Bestie. Mein Auto lebt noch. Ja, Dein Auto lebt. Ja, wie das auch. Irgendwoher kenne ich das. Es lebt, warte, herzlich unterwegs. Ich komme. Er kommt. Das war ein Auto im Weg. Okay. Danke, neue Stärke. So. Die Jagd geht weiter. Mal, hier hatte ich auch nur nicht für so den. Ich bin wie ein Messer, das immer schärfer wird. So, wo ist der Undertaker? Der ist weiter hinten. Da ist er. Ah, ich sehe ihn. Drauf da! Tot! Verbrennt die Hexe! Unterhosen-Terror des Unterhosen-Horrors ist vorbei! Kommt zurück zu mir für die Nachbesprechung. Von mir wird da keiner original. Hier ist eine Raketenwerfer. Das steht fest. Dank dir ist Pandora jetzt. Hauen wir sie! Gewalt gegen Wahnsinnige. Oh. Das hast jetzt aber du gesagt, ne? Wir brauchen noch Leute gerade eben. Ich brauch Hilfe. Ja, warte kurz. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, keine Ahnung. Ich hätte sie gezeugt. Yeah, I'm on fire. Ein RPG. So, Munition, her damit. Sehr schön. Kennt das doch. Ich hab so viele blaue und lila mit Waffen drin. Ich hab da noch einer rufen, der. Okay, gelöst. Und 9 Skillpunkte vergeben. Mal gucken, wo ausgeben wir uns denn. Ach ja, hier, ich hab jetzt das nächste. Ja, damit. Oh, was ist das denn? Jetzt machen meine Wrecks sogar Kryo-Schaden. Ich bin beeindruckt. Das bedeutet, meine Gegner werden eingefroren und ich kann sie wegsnipern. Praktisch. So, ja, dann auf zu diesen Wahnsinnigen. Zu diesen Kultspinnern. Ah, da wo die da eine Klepto-Bock auf dem Container ist. Richtig, genau dort. Ja, den habe ich jetzt aber am Anfang übelst lange gesucht gehabt. Der liegt eigentlich direkt auf der Nase. Ey. Oh, neue Frisur. Oh. Wer hat eine neue Frisur? Ich wollte überfahren. Und ich habe schon gerade gefragt, oh, was ist da jetzt los? Ich spinne das Spiel wieder rum. Ach, das Auto kaputt. Genau, wir machen das wie bei Wetten, dass ich springe einfach übers fahrende Auto. Stimmt. Und danach wird nie wieder Wetten, dass ausgestrahlt. ist schon ein bisschen makaber, ne? Ich weiß. Ja, ist immer das Beste, ne? Ich 1000 Mal geübt, alles hat funktioniert, 1000 Mal. Ja, und dann auf einmal. Das ist der Vorführeffekt. Jetzt kommt der mit dem dicken iPhone, Alter. Ja, genau, mit dem dicken iPhone als Schild. Ach, stimmt, genau. Aber der ist eigentlich gar nicht so. Bereit loszulegen? Ich fand den schlecht. Ich bin da noch nie verreckt bei dem.
Also mit einer anständigen Truppe ist das ja auch kein Problem, ne? Ne, ich hab's halt alleine gemacht, doch, normal. Hm, alleine hab's auch hinbekommen. So, eine Granate mal mit. So. Ach, der kann sein Auto hier mitnehmen? Was für eine Frechheit. Lass mich auch mal hier ran. Nö. Angebot des Tages. Angebot und Nachfrage. Korrosionsschaden. Eine Granate. Jeder hat seinen Preis. Dann hau ich das hier weg. Möchtest das hier weg. Dazu? Immer gerne, Kammerjäger. Ich hatte auch. Ich habe so viele Waffen, die eigentlich alle gar nicht brauche. Dein Geld ist hier immer willkommen. So. Freude! Ich denke mal, Korrosionsschaden könnte. Weiß ich gerade nicht aus dem Kopf. Ich bin nur gerade überlegen, wegen ein paar Waffen. Das ist alles. Wenn du Level 7er Waffen hast, die du nicht brauchst, ich guck sie mir gerne an. Alles klar, ich werf mal was raus. Moment. Willst du was aufs Maul? Oh, jetzt habe ich zwei legendäre. Ups. Was sind denn da? Level 25. Nimm ruhig, was du willst. Okay. Wo jetzt? So, und hier auf der Map, ich kann mich noch entsinnen, hier gab es noch irgendwo eine Radiostation, da würde ich vorhin nochmal schnell vorbeischauen und bei der Stelle, wo es halt die Gepanzerung fürs Auto gibt. Und ich glaube, hier oben gab es, glaube ich, noch eine Gelegenheits-Kopfgeldjäger-Mission fürs Hammerlock. Ja, hier. Gleich das sind so die Sachen, die wir vorher noch erledigen sollten. Ich kann die gar nicht benutzen, diese Granaten. Diese Hammerlock. Ja, ich kann die auch nicht benutzen. Diese fliegende Monstrosität trägt die Bezeichnung. Aber ja, da kommt dann Arschgaul heraus. Halt einfach, als Andenken. Genau, okay. Hey, jetzt hab ich hier so einen Bug. Was für ein Bug? Ich hab gerade die Granate aufgehoben und dann hatte ich diese ganze Zeit diese Anzeige, Schadensanzeige und so auf mein Bildschirm gehabt. Gut, dann wollen wir mal. So. Ich glaube hier rechts irgendwo rum. Genau, da gab es die Gelegenheits-Kopfgeleger-Mission. Genau. Ja. Ach, ihr fangt schon an, okay. Ja, ich dachte, ihr wärt schon alle hier gewesen, aber habe ich nicht kurz was gucken. Nee, sind wir nicht. So, ich hab's auch gedacht, sorry. Jetzt mal, Jungs. So. Kann das sein, dass das ein bisschen rum ist? Bei mir gerade auch ein kleines bisschen. Hm, ich wollte den Typen gerade markieren. Diese fette Kreatur. Ja. Ins Auge! Die Jagd geht weiter! Nur nicht für Alter, dich! Hat der gerade beim Nachladen mit einer Wasserpistole auf diese Ja, komm ab. Ja, nicht, dass er Spiel gleich abkratzt, ne? Das wäre sehr fatal. Fatal ist mein zweiter Vorname! Zane Fatal Flynn! Ich hoffe ja, Mann. Gut gemacht! Der wahre Platz der Scrubs schon wieder nicht in der Natur ist an meiner Wand der Monstrosität. Warte, du bist noch ein Kicker. Vorsicht, das fette Bett ist gleich bei dir. Ich hab eine Lila. Also hinter euch ist auch ein Bett. Super, wir sind eingekesselt. Warte, ich hab dich. Bleib stehen. Ich hab dich. Beeil dich. Danke. Boah, ich hasse immer diese SMGs, die nur so Feuermodus haben, ey. Moment mal richtig. Ach, du meinst diesen Einzelschuss und so. So, auf zur nächsten Haltestation. Ey, hier leuchtet was. Irgendwie leuchtet hier was. In der Luft. In der Luft, ich sehe nichts. Wo bist du gleich? Ja, hier hinten. Ach so, so eine rote Kugel, gell? Das habe ich vorhin auch gesehen. Ja, das leuchtet hier bei mir die ganze Zeit hier so. Ja, bei mir auch. Nein. Ah, dann lass mal weitermachen. Mal gucken, was auf dem Weg liegt. Hoppla, sorry. Ja, alles gut. Hey, Bruder. Hey. Entschuldigung. Vorsicht. Ja, komm. Hab die nicht gesehen. War die hier die Station? Diese Radio? Ich glaube hier, warte mal. Ich glaube, ich fahr mal kurz in Richtung. Ja, genau hier links. Genau. Links irgendwo, da in die Richtung. Ja, nee, Da! Ich seh sie da! Wo ich hinschieße, da oben!
Da oben ist man hin. Zuckerschnute, hier ist Maxi. Oh, die kenne ich. Ich habe einen Auftrag für dich. Die Kalypso-Zwillinge suchen Aufmerksamkeit. Klauen wir sie ihnen, indem wir ihre Funktürme übernehmen. Was hier? Mann, oder? Nicht würdig für die Jagd. Gibt's hier Party? Ja. Party. Party. Großartiger Treffer. Machen Sie auch Party, Mr. Krabs? Alter, der haut mich hier, was bist du denn so? Lass uns hier alle mal Chili Rezept mit der Sarah, die ich geliebt habe. Was sind das eigentlich so für Waffen, die keine Munitionskapazität haben? Na, es gibt eine Infinity-Knarre. Das ist die BOW, ne, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie die heißt. Aber ich habe auch schon hier so Combat-Rifle und so gehabt, die auch nur 400-500 Schuss hatten, aber keine. Oh, die läuft alle an der Kiste vorbei. KDK-Radio. Der nächste Schluck geht auf mich. Wo ist eine Kiste? Da, hier ist eine Kiste. Ich schluck was von dir. Seid ihr denn? Na, nur grün. Nur Grünzeug. Achso, du bist noch unten. Ja. Ja, jetzt können wir auch wieder runtergehen. Jetzt bist du zu spät. Hier schlägt sich irgendjemand. Die schlagen sich ja. Ja. Ja, solange sie sich nicht beleidigen, nö. Töten ist in Ordnung, aber nicht beleidigend werden. Ah, okay, hau ab! Kaputt. Ich greif die mit dem Messer an. Steige ein, ich hab noch Platz frei. Ja. Zu spät, Prinzessin. So, wo war das mit den mit der speziellen Karre? Nachdenken, wo war die nochmal? Dein Auto brennt. Was machst du gerade die ganze Zeit mein Auto kaputt? Vielleicht da drüben? Jetzt will ich das nicht mehr haben, komm her. Nee, da drüben, nee, da. Ich glaube, da drüben war es, glaube ich, oder? Nee. Komm jetzt her. Gar nicht mehr. Dem Auto? Bist du sicher, dass wir hier eins hatten? Ja, hier gab es ein gepanzertes Auto. Ein gepanzertes? Gepanzert, ja. Gepanzert. Ja, gepanzert. Hier gab es so ein fettes Auto. Selbst mal dicke Leute. Das hat mir Schaden eingesteckt. Irgendwo auf der rechten Seite gab es das Ding. Okay. Aha. Erst die Farbe noch schwarz, weiß, ja? Rot und jetzt noch auf irgendwo auf der. Ah, cool, hier. Nein, das sind Teil von Delian Log. Egal, aktivieren. Naja, ich bin gerade am überlegen. Ja, rechts müsste der sein. Genau. Nicht runterspringen! Das Leben ist doch noch so lebenswert! Nein. Weißt du? Ich wollte gerade runter. Naja, Hut ist ja beim letzten Mal hier runtergefahren. Das habe ich sogar als Aufnahme drauf. Da wollte ich zum Typhon der Lindock hingehen und dann sehe ich nur, wie es da runterfährt. Ja, ne? Echt jetzt, ja. Ah, hier ist es. Genau, das Ding meinte ich. Und ich glaube, es reicht aus, wenn sich einer das Ding holt, dann haben das alle anderen auch. Aber das muss in die Station gebracht werden. Nehme ich mit? Aber rein? Ich mach das Tor auf. Sehr schön, ich drücke den Schalter, ich glaube, der war hier oben. Hat mir der Kleine einfach runtergeworfen. Alter! Was war das denn? Der fährt einfach runter zum Herzen. Ich denke, dieser Bruder muss los. Wohin muss ich denn jetzt überhaupt hier raus? Du musst da lang! Ich werde die paranoid. Du musst da raus! Du musst gleich hier! Du musst da raus! So, wo war der Schalter? Durch. Ach da, warte, ich glaube, ich sehe ihn, glaube ich. Du musst hier was abschießen, ne? Ja genau, hier, ich sehe ihn. Ich hab's betätigt. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, aber ich denke schon wieder. Tor ist offen. Theoretisch. Tor geht gerade auf. Mein Auto! Gut, jetzt muss das Auto mal zur Catch-Ride-Station bringen, ohne dass es kaputt geht. Okay. Vorsichtig, ich komme ja vorsichtig raus, das Tor ist jetzt offen. Wir beschützen dich nicht. Komm raus! Ey, kannst du überhaupt Auto fahren, Junge? Das sagt sich immer so leicht, aber. Komm raus! Komm raus! Warte, ich hab's gleich. Warte, komm, wir tauschen. Warte, nein. Nein, nicht kaputt machen! Bist du denn des Wahnsinns? Ich wollte einfach zwei Autos. Zwei Autos. Okay, komm zurück. Komm zurück. Ich hab dein Auto einfach mitgenudelt, ey. Also dein Auto hat einen Schaden, Faust. Ich fahr mit, aber ich häng die ganze Zeit draußen. Ein Auto.
Alles gut, Prinz, bring's bitte zurück. Ja, wohin denn überhaupt? Wo ist denn die Station? Ja, folg uns einfach auf der Straße! Ja, okay. Folg okay, mir okay, einfach! Okay, okay. Dass sie alles nur so kompliziert machen müssen, das gefällt mir nicht. Geht doch nicht. So. Was kommt denn da drauf? Folge einfach der Hupe! Ja. Jetzt musst du hier rein. Rechts? Ja, such dir was aus! Rein. Rechts oder links, such dir was aus! Links sieht ganz schön aus. Warte. Jetzt komm ich die mal raus. Egal, komm, ich leg mal die Fettpanzer an. Komm. Ganz genau. Das Auto! Jetzt will ich auch mal upgraden. Ja, dieses Auto hier steht ein bisschen sehr ungünstig, Herr Faust. Herr Faust. So. Fahrzeug spawnen. Sehr schön. Freunde von dir? Nee, ich hab das Auto nicht. Ah! Okay, kann man leider nicht. Das sieht ziemlich cool aus. So schwarz-weiß und dann noch so ein roter Streifen, so ganz bizarr. Oh. Ah, ich hab das Auto nicht. Ich auch nicht. Also ich hab's. Also ich hab die Panzerung. Du musst auf Panzerung gehen. Auf Panzerung genau. Musst du gehen. Ah, jetzt ist es dick. Und gelb und rot. Geil. So muss sein. Ja, guck dir mal meine Farbe an. Die sieht doch richtig sexy aus. Hat was, ja. Sieht aus wie also mein Auto, was ich beim ersten Durchlauf hatte. Also mich sieht man aus 10 Kilometer Entfernung. Ja. Warnstreifen. Ich weiß nicht, das sehen irgendwie aus wie Hot Wheels. Ja. So ein bisschen. Hot Wheels! Geil. Attacke! Er kommt! Was müsst ihr mit seiner Kuppe! Ja, ich kann ja nichts dafür, wenn du dich stehst. Junge, sei leise einfach. Mein Gott. Als zweites zeigt jeden ständig seinen dicken metallischen Arsch und dann steht er noch nicht. So. Angriff! Ups. Angriff! Da war ein Stein im Weg. Ah, warte, da war noch was. Titan Deliant Lock war da. Oh, ja. Wir warten hier, hol's ruhig. Wir warten hier. Cool. Meine Eltern starben, als ich 16 war. Ups. Ich hab sie auf ihrer Kappe. Au! Dachte ich mir. Nix mit Kopf. Ein Bike. Eine Sekunde später und ich wäre die Fuß unterwegs. Ich bin geschlichen, dass auf dem Weg nach Prometea war. Zum Glück war ich da noch kleiner. Da schleicht es sich leichter. Damals hat Doggy Style. Ja, ich seh's. Jetzt da einen blockiert. Sag mal, Tiger, wie packst du eigentlich? Ist doch nicht mehr rechtswidrig hier. Ich geh mal unten durch. Ich bin drüben. Leute, man kann doch unten durch. Ich bin oben drüber gegangen. So, holen wir uns den Claptrap, der hier auf irgendeinen, hier auf der rechten Seite irgendwo wieder oben liegt, drauf liegt. Da liegt er, ich kann ihn sehen. Die Mission mit dem Spiel ist auch lustig. So. Die Mission, wo du diese Frau da oder diese Olle da ausnimmst. Ja, der Kopf, ja. Kopfsache heißt die, glaube ich sogar. Ist aber trotzdem cool, die Mission. Hallo, meine Freunde. Provisionskrank, aber der stört euch gerade nicht. Was geht ab, alles gut. Nee, aber ich meine nicht. Hier ist die Gottkönigin Tarine, live und direkt aus der HRS. Ja, ich hab die Karte. Scharfschützendeckung, Moment. Irgendwie treffe ich heute nicht. Egal, geh ich an den ran. Oh, der will ab. Tut mir leid, ich kann gar nicht raus. So einen Platz in der Familie verdient haben, weiß ich auch nicht. Aber nun muss ich kurz noch etwas Ernstes ansprechen. Ihr alle habt mich akzeptiert, auch wenn ich nicht als Vernichtung. Aber dein Spider-End macht nicht so gerade so viel Schaden. Nee, der macht nicht so viel Schaden. Also, ich hatte meinen Spider-End. Der hat richtig Zeit. Ich kann mich ja noch ein bisschen umskillen, ne? Ich hab ja jetzt einen Punkt wieder frei. Ja, das klingt. Du kannst doch ab und zu immer diesen Angriffsbefehl machen, gell? Dann macht er noch ein bisschen Schaden. Ja, ich sehe schon gerade, man kann halt diesen einen Befehl geben. Ja, genau. Ah! Jetzt steht sie sogar dran. Da sind so 10 abgebildet, wenn ich das mache. Ja, genau. Ah, guck mal an. Ey, wir hatten den hier zum Schneemann gemacht. Schneemann? Ja, Angriff der Schneemänner. Eiskönigin. Ach, die Schneemann war auch cool, weil vor deiner Ja. Manchmal jagt man, manchmal wird man. Oh nein, ich hab dich, beleb dich! Hilfe! Medic! Dankeschön, geht wieder. Ich glaube, ich kann meine Lunge sehen. Komm, helf doch, ich helf dir. Ich hab zu irgendeinem Grund nicht wiederbelebt, ich lieg. Was?
Ah, jetzt, danke. Ja, ich hab dir geholfen, alles gut, kein Problem. Hat gerade ein bisschen gebackt. Nee, alles gut, ich halte dich gut. Ich hab die Trophäe bekommen. Wenigstens nicht. Also ich hab ihn wiederbelebt. So, jetzt das Geschütz da hinten. Aua. Das ist kein Geschütz. Reloading. Das gefällt mir. So. Meine Granaten. Schluck das! Oh. Der hat grad meine Servo gefüllt. Oh, da kommt wieder Zeit. Oh, oh, sehr gut. Nochmal Deckung. Mach sie fertig! Aber krass, alleine habe ich noch nie so schnell Geld bekommen. Mein Mädchen ist am Boden. Nein, meine Spinne liegt am Boden. Die kann sterben? Das wusste ich gar nicht. Blutest ja, du Sauhund! Deine Haustiere können sterben. Ey, hier ist trotzdem der Moment. Wieder was dazugelernt. Hier ist ein Battle. Leute, hier in der Kiste ist was drin. Stirb! Ist da bei euch auch irgendwas? Ich schelle hier gerade jemanden ab. Warte kurz. Autsch! Was ist denn so? Ich könnte jemanden wiederbeleben gebrauchen. Brutus, komm her! Ich hab dich vorhin auch wiederbelebt. Ich helf dir. Danke. Bitte. Schon wieder so ein Battles, ey. Ja. Du musst irgendwo ein Nest sein. Da kommt grad durch, der Boss. Pfui. Ey, da liegt was wieder mit, Mike. Was ist das? Hier liegt auch noch jemand drin, gell? Ja, warte. Digga, hat ja erledigt. Oh, Hallöchen! Beute! Kommt mal her, jo. Ich hab hier gerade einen neuen Schlüsselanhänger gefunden. Den habe ich noch nicht. Finden okay. Und zerstören. Hat ihn schon jemand? Nein. Ja, ich glaube, ich habe den schon. Ich nehme. Ich habe mich schon gefragt, wo ich die hin habe. Warte, Gott, dann ja mein. Hier liegt eine Legend, eine epische Sniper, die nehme ich mal. Eine blaue, nee, aber ich hab schon ein ständiges. Warte mal, ich guck mal kurz. Ach, hier musst du aufladen. Ist eine Madiwan, oder? Ich glaube. Warte. Weil die Madiwan-Dinge musst du eigentlich immer aufladen. Geht ja richtig räudig, Alter. Weg damit. Will die jemand haben? Nee, danke. Nee, ich auch nicht. So. Der Boden ist aus Lava. Was hast denn du da hinten in der Ecke? Eine Menge Kisten aufgemacht hier. Du wolltest bestimmt dich da sonnen, ne? Mhm. Im Bikini. Ja, Kopfkino. So. Kann man die Menschen töten? Geh mal hin, ja. So. Also gut, heißen wir die Sonnenklopper in unserer Familie willkommen. Wir posten das Video später und ein paar neue Ausgaben des. Oh, schon wieder. Guck mal da an. Ich hab wieder was das gefunden. Das war's für heute. Und immer dran denken. Liken, folgen, gehorchen. Ein weiterer perfekter Livestream. Soll ich die Legendary aufhalten oder kann ich die verkaufen? Du hast die Qual der Wahl. Oh, Hallöchen. Hier wäre ein neues Schild. Du willst schon gehen? Ja. Das ist ja nur dein Leben. Allein ist gefährlich da draußen. Ja, bis dann. Kugeln am Boden. Dann nehmen wir das hier an. So. Vorsicht, it's a trap! Deswegen hab ich gewartet. Ach, ich hab ja lass einfach andere vorlaufen. Da brauchen wir vielleicht noch ein bisschen hier. Ich treffe gerade hier richtig. Ein gleiches Ende für eine schwache Kreatur. Okay.
gut. Ah, ich hab halt richtig Damage. Zack. Auch noch. Wieder. Gib uns schon wieder so ein Fett. Ja, ja. Ja, weil wir jetzt gut viel mehr öfter schnell ist. Ja. Genau. Und stärker wird. Power ist auch gut. Ja. Mehr Beute. Mehr IP. Mehr Beute ist immer gut. Und mehr IP. Genau. Was gibt's hier oben? Das war eine ganz miese Idee. Und eine Kiste. Und eine Kasse. Oh, wo ich gerade noch geguckt habe, hatte ich 6000, jetzt habe ich 8000. Siehst du, wie schnell das geht? Ja, alleine nicht. Mach Schlappschwanz! It's a trap! Guter Fund, Bestie! Ja, wir haben ja unser Versuchskaninchen, was hier mal vorläuft. So, nachgeladen, Munition. Mr. Talk Gitarren Solo, genau. Oh, ist er hingefallen. Oh. Machen wir auch Sachen. Eine Runde mit Like. Jetzt sind die alle zu mir. Wieder krieg ich nicht die Karte! Warum ist ein Battles? Ja, Munition leer! Ja, da oben ist ein Battles. Und ein Regenbogen. Die Einhörner greifen an. Ja. Ja. Invasion der Tür Einhörner. Ja, die hat ganz gutes Schwach nach dem Moment. Bleib liegen! Lass dir das weg! So. Nein! Und hier gibt's noch eine versteckte Truhe. Die plündern wir noch. Wo? Genau. Hier hinten. Folgt mir einfach. Herbst, du dürftest die bereits kennen. Die haben die ja schon im letzten Let's Play hier. Genau. Ja, genau, hier oben und dann hier hinten. So da, jetzt weiß ich. Genau. Dann, weil du das ja nicht wusstest, deswegen habe ich dir ja gezeigt. Richtig, ja. Ich wusste nicht, dass es das Ding hier gibt. Ah. Na, wow, na, hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt, also. Nee. Kann man verkaufen, aber naja. Ist jetzt nichts Prickelndes. Irgendwie ist der Loot hier schlechter als bei irgendwelchen anderen Borderlands. Ja, ich muss ehrlich gesagt zugeben, aber er ist immer noch besser als im ersten Teil. Also ich hatte bei Borderlands 1 eigentlich immer fast nur Legendaries. Ich schmeiße mal einfach hin. Ich soll das mal gleich. Okay. So. Ich komme! Ich komme! Nein, Spinne! Nicht dahin! Ich könnte es gebrauchen. Ja. Danke. Schläge! Erwischt und abserviert. Ja, ab in den Kampf. Das ist ja gut, wenn ich schon mal ein bisschen Sachen bekomme. Rap. Ah, guck, was haben wir denn hier hin? Hi. So wie ich das gesehen habe, wurdest du weggeschleudert. Ach, nur ein bisschen. Ich hab's nur leicht durch die Wand durchgesehen. Noch nicht runterspringen, noch nicht runter. Weil die Zeit von der Aufnahme sagt, langsam Aufnahme beenden. Jetzt ist aber die Frage, wollen wir danach noch eine Aufnahme machen oder wollen wir das Ganze dann auf ein anderes Treffen verlegen? Also ich hätte noch Energie für einen weiteren. Ja, ich müsste aber aussteigen, weil der Lütsche da ist. Also ihr könnt sonst zu dritt weitermachen. Also Herbst, okay. Du würdest jetzt dann sozusagen die Gruppe verlassen. Genau, gleich nach dem Boss hier. Gut, alles ja, klar. Ja, aber dann können wir es ja auch verschieben, wenn du dann fehlst, dann ist es ja auch kacke. Denke ich mal. Ja, das müsst ihr denn wissen.
Gut, jedenfalls verabschiede ich mich einfach erstmal, sage bis zum nächsten Mal, passt auf euch auf. Ciao, meine Freunde. Ciao. Ciao.